Ja, hallo, ich bin die Silvia Deloy und das hier ist mein aktueller Roman, Das Glück ist zum Greifen, da heißt er. Es geht um die junge Serbin Anna, die mit ihren 10-jährigen Zwillingen in Köln lebt, schon ziemlich lange, über 12 Jahre, und eines Tages Post vom Ausländeramt erhält mit der Nachricht, dass sie Deutschland verlassen muss innerhalb von 4 Wochen. Und sie beginnt zu kämpfen für ihr Bleiberecht und beginnt erstmal damit, einen Termin im Ausländeramt zu machen, um mit ihrem Sachbearbeiter Herrn Schmidtke darüber zu sprechen. Und das ist genau die Szene, wo ich jetzt mal starte und ein kleines Stück daraus vorlese. Das Problem ist, ich habe derzeit keinen Job. Also noch nicht. Ich schreibe Bewerbungen, viele. Es ist schwierig, wissen Sie, alleinerziehend mit 2 Kindern. Viele Arbeitgeber glauben, dass man... Also arbeitslos, resümierte Schmidtke. Ja, sozusagen. Er tippte etwas. Das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich werde sicher bald... Wovon leben Sie? Fragte Schmidtke. Von dem Geld aus Udos Flügel, aber das ist bald alle, teilte Olli ihm auskunftsfreudig mit. Schmidtke löste endlich seinen Blick vom Bildschirm und hob die rechte Augenbraue. Ja, also es ist so, begann ich schnell zu erklären. Der Vater der Kinder hat uns vor einigen Jahren eine etwas größere Summe geschickt. Nun hob Schmidtke auf die linke Braue. Das BAföG-Amt wusste Bescheid, sagte ich schnell. Schmidtke tippte etwas in den Computer. Das Geld war in einem dicken braunen Umschlag und der war in einem Flügel versteckt, klärte Olli ihn auf. Den Flügel hat Udo uns auch geschenkt, fügte Walli hinzu. Ich warf meinen Jungs einen warnenden Blick zu. Herr Schmidtke musste ja nicht alles wissen. Die Geldübergabedetails von damals schienen ihn aber auch nicht sonderlich zu interessieren. Aha, sagte er nur. Wer ist der Vater der Kinder? Udo, sagte Walli. Bach, ergänzte ich, Udo Bach. Staatsangehörigkeit? Deutsch, aber er lebt im Ausland, er ist Musiker. Er spielt Horn in New York, erklärte Olli. Er spielt super, sagte Walli mit wichtiger Miene. Weltklasse, stimmt's, Mama? Hast du doch gesagt, er ist einer der Besten auf der ganzen Welt. Ich erinnerte mich zwar nicht, das so gesagt zu haben, nickte aber trotzdem und rang mir für Walli ein Lächeln ab. Und Sie sind noch liiert mit, Udo, half Olli ihm auf die Sprünge. Ich schüttelte den Kopf. Aber er zahlt Unterhalt für seine Kinder. Ja, also diese Summe aus dem Flügel, die er uns geschickt hat, ist wohl so etwas wie sein Unterhalt, im Voraus gezahlt sozusagen. Kein Unterhalt also, brummte Schmidtke und tippte erneut etwas in den Computer. Gut, sagte er anschließend und wandte sich mir zu. Kein Unterhalt, kein Einkommen, kein Arbeitsverhältnis. Und eine Heirat ist kurzfristig auch nicht in Sicht, richtig? Ich runzelte die Stirn. Nein? Ich meine, ja, das ist richtig, stotterte ich verwirrt. Machte er und hob wieder die rechte Augenbraue. Wird schwierig. Merken Sie selber, oder? Ja, wird wirklich schwierig für Anna, aber sie wäre nicht Anna, wenn sie es dabei belassen würde. Und ja, sie kämpft weiter und dann kommt ihr im Laufe der Geschichte auch noch die Liebe dazwischen. Und mehr möchte ich auch noch gar nicht verraten. Schicke ganz liebe Grüße aus Köln, sage Tschüss und bis bald.